Ja, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Im letzten Part hatten wir ja einen, ich will nicht sagen klein, aber doch einen extremen Fail. Ich habe bis zu dem Punkt nochmal gespielt. Diesmal bin ich vorbereiteter und diesmal gibt's auf die Fresse. Und was ich geändert habe, das zeige ich euch gleich. Erstmal springen wir natürlich da runter jetzt. Durch den Spalt springen. Ja, eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Schieß! So. Gut. So viel dazu. Jetzt haben wir es hingekriegt. Ihr seht, ich habe jetzt die Teile tatsächlich da liegen lassen. Also größtenteils komplett fast, damit wir mehr Platz haben. Ja. Das war es eigentlich schon. Und ich habe herausgefunden, wie das mit dem Benzinkanister geht. Ich habe nämlich eine Flasche übersehen. Die müssen wir dann einfach damit kombinieren und wir haben einen Molotow-Cocktail. Ja, das habe ich da leider vergessen gehabt. Naja, so, jetzt sind wir hier und was haben wir da? Ein Messer. Wir haben aber keinen Platz dafür und vor allem. Wo habe ich denn das Messer hin? Ach, das ist da wahrscheinlich noch. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Brauchen wir das noch? Anscheinend. Eine Kiste sind die Habseligkeiten der Passagiere. Sie sehen ziemlich wertvoll aus. Ich werde als erstes speichern, damit sowas nicht nochmal passiert. Was haben wir hier? Dieses Objekt kann. Ja. Ich. Das nervt nur ein wenig. Also wirklich nur minimal. Wenn hier jetzt der zweite Goldring ist, raste ich aus. Das ist da wahrscheinlich aber, ne? So, öffnen wir mal. Natürlich ist es der zweite Ring. Scheiße. Müssen wir jetzt hier auch wieder hin? Ja, müssen wir auch, ne? Boah, ey. Das ist so viel, was ich mir merken muss. Dieser Greifhaken nervt halt. Sonst wäre das kein Problem. Wir gehen aber mal hier raus. Wow! Jetzt habe ich mich ein wenig erschrocken, muss ich sagen. Heute gibt es ein Mittagessen. Die bewegen sich. Wo ist sie denn eigentlich? Wollen wir mal hochgehen und gucken? Komm, wir gehen mal mit ihr hoch. Ich finde es gut, wie langsam sie geht. I, ist ja ekelig. Lass mich raten, wir müssen das zerschneiden. Ja, wahrscheinlich, ne? Ich gehe jetzt mal mit ihr zuerst, weil jetzt ist ja der Schleim weg. Gehe ich zuerst mal mit ihr, weil jetzt ist ja der Weg kürzer, war sogar instinktiv schlauer, was ich getan habe. Boah, die Sch Panzersteuerung. Woo! Also wie man das macht, keine Ahnung. Ich denke mal mit dem Messer. Aber als erstes müssen wir gleich mal speichern. Das ist das Wichtigste.
Weil sonst haben wir gleich Déjà-vu. Aber Gesundheit geht noch. Noch. Könntest du das bitte aufheben? Wäre das möglich? Danke. So, dann können wir das nämlich schon mal kombinieren. Super. Lassen wir erstmal liegen. Lassen es erstmal liegen. Ich muss mich jetzt hier. Es ist. Die ersten zwei Resident Evil sind halt wirklich inventarlastig. Können die auch zertreten? Das wusste ich nicht. Boah. Dieses Türquietschen. So, und wo ist jetzt der Ring? Ich weiß. So, und jetzt? Nein, untersuchen. Nee, ich möchte geschlossen lassen. Da ist etwas drin. Blaue Keycard. Sind wir schon mal einen Schritt weiter. So, meine Frage ist jetzt, brauche ich das Teil noch? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Brauchen wir das Teil noch? Ich hoffe und denke nicht. Ich hoffe und denke nicht. Wir haben zwei Inventarplätze und vier Sachen hier oben. Ohne das Greifhaken-Ding würde es halt funktionieren. Gut. Ich will aber das auch nicht. Komm. Scheiß drauf. Ich will das hier alles mitnehmen. Nehmen wir das erste Hilfespray mit. Und hier lag jetzt. Was ist das hier? Nein, das da. Messer. Ja, dann würde ich ihn das tatsächlich nehmen lassen. Nein, wechseln wir auf Dreieck. Sorry. Boom, boom. Let's regroup. Okay. Muss ja mal kurz in Schritt fassen. Hallo. Danke. Nehmen wir mal mit. Und dann rüsten wir das mal aus und gehen raus. Ich weiß nicht, ob wir das ablegen können. Normalerweise kommt ja dann immer die Meldung, deswegen behalte ich es mal noch. Dieses Quietschen. Wird nichts. Ich glaube, da kann man einfach nur fliehen. Da kann man, glaube ich, einfach nur fliehen. Okay. Wir hatten jetzt. Sie hat noch einen Platz. Ich lasse doch die Flinte jetzt nicht hier. Boah. Das ist wirklich nur die Flinte, ne? Aber ich glaube, das brauchen wir noch. Nicht, dass wir es jetzt ablegen und dann brauchen wir es doch. Bis da. Puh, das ist gerade schwer. Dann legen wir das hier ab. Scheiß aufs Messer. Ganz ehrlich. Und dann kriegt sie hier irgendwas von mir. Weiß ich nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Machen wir es mal so, dass wir wenigstens die Flinte mitnehmen. Warte mal, die Farbbänder. Nein, noch nicht. Ja, ich will das Messer. Nein. Ich hab's gleich. Eventuell, wenn das Spiel will. Wenn das Spiel will. Wenn das Spiel will. Ah, jetzt haben wir's.
Jetzt haben wir das Gewehr. Aber die Farbbänder brauchen wir. Sonst. Bah! Mein Gott. Ja, was tauschen wir jetzt? Also er, da werde ich nichts mehr ändern, glaube ich. Nee. Also wir haben jetzt schon wieder nur 10 Minuten mit Inventar. Es tut mir leid. Oh, Junge. Ja, legen wir das hier erstmal ab. Wieso kann das da nicht abgelegt werden? Mein Gott. Das war's dann mit den Cocktails. Kann ich euch leider nicht zeigen, aber. So, jetzt aber. Mein Gott. Jetzt muss ich mir nur noch kurz den Weg angucken. Ach, da draußen liegt ja auch noch was. Ja, sorry, das wird nichts. Das müssen wir liegen lassen. Aber jetzt gehen wir als erstes mal speichern. Ja, schon leicht nervig, muss ich sagen. Also natürlich gehört Inventarmanagement dazu, aber dass man dann die Hälfte liegen lassen muss. Ja, das Inventar ist halt in den ersten. Viel zu klein. Viel zu klein. Was ist denn das, was da liegt? Noch ein Messer. Als erstes jetzt speichern. Das ist das Wichtigste und dafür müssen wir einfach nur in den nächsten Raum. Okay. Ich weiß nämlich, was passiert, wenn wir die Karte einstecken, dann ist. Ja. Haben wir keine Möglichkeit mehr, die Items zu holen. Hier. So. Der Progress von den letzten paar Folgen mal gesichert. Dun, 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 dun. Ja, wir wollen einmal speichern. Ja, dankeschön. Jetzt fühlt man sich auch ein wenig sicherer. Ja, dann müssen wir das Zeug da liegen lassen. Ganz einfach. Und es liegt ja noch so. Es liegt ja oben so viel rum, ne? Meine Shatter müsste eigentlich auch noch was rumliegen. Oder. Ja, hier sieht man. Es sind jetzt keine notwendigen Items, aber es ist halt schon echt schade, ne? Wir probieren's. Wir hatten eigentlich die Karte. Wir. Obwohl, kann ich ihm. Nee. Der ist. Voll. Das ist aber auch nicht das Intelligenteste. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, Junge. Kisten wären in diesem Spiel auch völlig überbewertet gewesen. Okay, dann machen wir jetzt die Kartensequenz endlich. Den Part will ich auf jeden Fall den Zug jetzt fertig kriegen. Deswegen. Ein Kartenlesegerät. Die Tür öffnet sich sicher, wenn sie die richtige Karte. Boah. Hier. Die Tür wurde aufgeschlossen. Die Karte brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen. Ach, jetzt darf ich sie wegwerfen, oder? Egal. This is Delta 2.
Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? Oh. What happened? Ja, das war's mit denen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da rausgehen will, aber... Wir haben ja keine Wahl. Der Zug wird immer schneller. Oh no. Der Motor ist völlig zerstört, er kann nicht repariert werden. Heißt, wir müssen so schnell wie möglich herunter. Sehr schnell. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Bremsenbedienungsanleitung. Habe ich hier eine Notiz in meiner Nähe, die ich beschriften kann? Weil ich glaube, ich brauche was zum Schreiben. Zum Schreiben. Hallo. Schreib da einfach mal drauf. So. Da. Licht. Gut. Bremsenbedienungsanleitung. Verwendung der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremsen erfolgt in 3 Schritten. Nein, ich wollte es lesen. Oh, wer bleibt zurück? Ich habe es jetzt nicht gelesen. Mann. Wer bleibt zurück? Sagen wir Rebecca. Ich glaube, Rebecca bleibt nämlich jetzt hier und drückt den Schalter. Wir lesen gleich nochmal. Ja. So, es ist das jetzt blöd gelaufen, dass ich mich verdrückt habe. Billy. What? Be careful. Yeah. So, ich lese als erstes. So, Bremsenbedienungsanleitung. Steuerung der Bremse erfolgt in 3 Schritten. Ersten Schritt, Steuerung aktivieren. Steuerungen befinden sich an folgenden Orten. Fahrerkabine im ersten Wagen. Ich schreibe mir das mal auf. Ich erinnere mich nämlich, dass hier irgendwas sehr schwer war. Fahrerkabine, erster Wagen. Dann hinteres Deck von Waggon 5. Zum Aktivieren des Systems muss die Magnetkarte in das Gerät im Waggon 5 gesteckt werden. Also, hinteres... Das war ja da, wo wir draußen waren, ne? So, plus Karte, die brauchen wir da auch. Und so wird die Stromzufuhr für beide Steuerungen aktiviert. Dann haben wir die Stromzufuhr. Das ist jetzt gar nicht so schwer und ich war damals einfach zu blöd. Zweiten Schritt, Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrerkabine eingegeben werden. Oha. Also. Code. Wir brauchen als erstes den Code für das hintere Deck. Hinteres Deck. Und wir brauchen Code für die Fahrerkabine. Kriegen wir die hier drin? Drittens, Code für die Fahrerkabine eingeben. Geben Sie den Code für die Fahrerkabine ein, um die Sperre aufzuheben. Nach Abschluss dieser Treppe. Ja, und wie sind die Codes? Achso, apropos, liegen lassen.
Ich sehe nicht, dass wir das Ding brauchen. Dann natürlich noch die Magnetkarte. Wie ist denn jetzt der Code? Wir wissen es nicht. Okay. Was bedeutet... Was bedeutet das Leuchtende? Also da müssen wir jetzt hin wahrscheinlich, ne? Okay. Also wir müssen einmal quer durch den Zug. Und zwar schnell. Kriegen wir wohin? Naja, sage ich jetzt. Natürlich stehen die auf. Er ist weg. Kommt er? Hallo? Also manchmal reagiert die Steuerung nicht. Oder ich bin zu blöd. Eins von beiden. So viele. Hallo. Nein, 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 nein. Mann. Stirb. Die wollen nicht. Okay, jetzt. Egal. Egal. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ah, da ist er. Moin. Einer der Stars. Höchstpersönlich. Aha. Mein Gott, jetzt spiele ich nicht so auf hier. Wir können nicht mehr nachladen. Wow. Wir haben gleich keine Schüsse mehr. Fuck. Was machen wir dann? Wir hätten uns die noch von ihr nehmen sollen, ne? Naja, wenn das nicht wird, wollen wir es nochmal und geben uns vorher die Schüsse. Daran habe ich gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Aha, Hunde. Ich weiß, das ist jetzt normalerweise nicht das, woran man denkt an dieser Situation, aber... Ja, Hunde. Wir versuchen jetzt mal durchzurennen, ohne viel Schüsse zu verschwenden. Betonung liegt auf Versuchen. Ah! Es ist doch noch da. Dann rüsten wir mal aus und laden mal nach. Nur für den Fall der Fälle. Ich wusste, ich habe irgendwo noch Gewehrmuni liegen lassen. So. Dann einmal verwenden. Hiermit bedienen Sie die Bremse. Hä? Ach du Scheiße. Jetzt wollen die hier Mathe-Skills von mir. Ich drück einfach mal. Okay, es fehlen noch... Hä? Okay, das war jetzt... Das ging ja leichter als gedacht. Roger, I'll put the brake on now. Ja, los. Oh Gott, was kommt denn jetzt?
Oh Gott. Hallo, da ist noch Pistolenmuni. Boah, nee. Nein. 10. 19. 28. 30. 39. 48. 57. 66. Hier, haut nicht hin. Warte, reicht nicht 999? Nein! Boah! 9. Okay, wir haben hier schon wieder... Ja, komm. Wir müssen es nochmal machen wegen Dummheit. Was ist das denn für eine Scheiße, dass man das nicht sehen kann? 10, 20, 30... Keine Ahnung. Einfach mal probiert. Boah, ja, sorry, wir müssen nochmal machen. Ich hab doch jetzt keinen Bock, das auszurechnen. Boah, nee. Na gut, machen wir nochmal. Ich hab gesagt, wir schaffen in diesem Part den Zug. Teil des Spiels. Das werden wir jetzt auch. Resident Evil Zero. Ja, Resident Evil Marv Compilation oder was? Mann, ey. So, wir laden. Ach, nochmal von da. Sag mal. Wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal gehen, ne? Oh mein Gott, warte mal. Ich bin blöd. Ach, ja. Überall 8, nur am Ende eine 9. Oh Gott, ey, ich Vollidiot, ey. Das ist gar nicht so schwer. Naja, machen wir nochmal. Ganz schnell. Wir kriegen das jetzt hin. Hoffentlich. Wird schon so, als ob nichts passiert ist. Es ist auch gar nichts passiert, wenn wir ehrlich sind, ne? Habt ihr euch ja alles nur eingebildet? Ich bin ja... Ja, wir müssen das jetzt nicht nochmal sehen, danke. Ah. Also ohne diesen Teil da vorne wären wir super gut durchgekommen. Aber meine Mathe-Skills sind halt zu gut. Das sind 10 Punkte. Ach Mann, ey. Ja. Okay, jetzt aber. Er bleibt zurück, Rebecca. I'll go over to the back deck and manipulate the control. Achso, warte mal. Bevor wir jetzt losgehen. Legen wir das Teil ab. Und ich sehe jetzt, die Pistolenmuni liegt auch schon vorher da. Nämlich für uns. Wenn er die mal aufheben will. Dann sind wir ein bisschen sicherer. Und natürlich auch die Karte. Gut, legen wir los. Ah, Mann, es ist so leicht. Es sind 10 Punkte. Mein Gott, und dann halt die Zahl am Ende halt. Und das mehr, was man mehr braucht halt. Als das mal 10. Ja, sorry. Warte mal, vielleicht sollte ich auch eine Waffe ausrüsten. Ich weiß ja nicht. Müssen wir jetzt ja nicht aufstehen lassen. Ich lag mal kurz nach, bevor wir durchgehen. Durch da.
müssen die erstmal drankommen. Spiele ich jetzt Minecraft oder was? Hier wäre jetzt halt ein Molotov-Cocktail geil, ne? Nein, 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 nein. Jetzt nicht sterben. Molotov-Cocktail, hallo. Jetzt, bitte. Meine Güte. Dramatik pur. Drama. So. Jetzt die Kombination. Ah ne, Quatsch. Ihr seid ja noch da. Leg dich bitte wieder hin. Schlafenszeit. Was war das denn gerade? So, durch. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Ich glaube an uns. Ich glaube an mich. An meine verbliebenen Mathe-Skills irgendwo. So. Jetzt aber. So etwas lasse ich nicht auf mir sitzen. 67. So. Nee, jetzt ist schlauer, glaube ich, mit 7 zu arbeiten, oder? Also alles 7. Ja, und jetzt halt 3 weniger. Oh mein Gott. Ich habe das System durchblickt. I've engaged the control device for the break. Over. Roger, I'll put the break on now. So, 81. Alles 8. Weil dann haben wir ja jetzt eigentlich, wenn wir noch eine haben, 80. Aber um 81 zu kriegen, nehmen wir die 9. Oh mein Gott, bin ich intelligent. Alter, Mann, ey. Ich bin anders schlau. Oh, oh, scheiße. Wo landen wir jetzt? So. Hallo? Wieso kommt jetzt keine Cutscene? Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben endlich den Zug abgeschlossen. Und jetzt geht es in klassischer Resident Evil Manier weiter. In einer vertrauten Umgebung, sagen wir so. Naja, bis dahin und tschüss. Und denkt daran, immer Kopfrechnen trainieren, sonst landet ihr irgendwann so wie ich hier.